Ja, nachdem Sie gerade gehört haben, wie sich so der Alltag eines Fluglotsen anfühlt, möchten wir Ihnen jetzt einen Einblick geben in die Jobbilder der dualen Studiengänge. Und deswegen bin ich hier heute Gott sei Dank nicht alleine, sondern ich habe eine Kollegin und zwei Kollegen, die wissen, wovon sie reden, weil die sind nämlich genau in dieser Situation, dass sie sich gerade in der Ausbildung befinden. Und ja, vielleicht erzählt ihr doch mal, fangen wir mal Ladies first an, oder? Vielleicht stellt ihr euch kurz vor und sagt gerade, in welcher Phase der Ausbildung ihr gerade seid. Ja, ich bin die Maya. Ich studiere dual das ATM-Studium. Ich habe im März 2020 damit angefangen, also pünktlich zu Corona-Zeiten. Und bin jetzt mit den 3 Semestern in Worms durch. Habe nämlich letztes Jahr im September hier in der Akademie angefangen. Bin jetzt im Rating A, also ungefähr die Hälfte der Ausbildung an der Akademie ist jetzt geschafft. Genau, das zu mir. Ja, ich bin der Luca. Ich studiere dual Elektrotechnik, um Flugsicherungsingenieur zu werden. Ich bin jetzt aktuell im 4. Semester an der Hochschule Darmstadt. Habe angefangen im Oktober 2020, auch zu Corona-Zeiten. Ja, und jetzt ist das 4. Semester das erste, was wieder an der Hochschule vor Ort ist. Genau, und ich bin Eike. Ich mache das duale Studium Informatik. Habe mit den beiden sozusagen angefangen, auch im Oktober 2020, passend zu Corona. Und genau, wir kümmern uns dann in der Informatik hier einfach um alles Softwaretechnische, was wir hier so haben. Alles klar, vielen Dank. Eike, fangen wir gleich mal bei dir an. Wie bist du eigentlich auf die DFS aufmerksam geworden? Ich muss zugeben, durch die Fluglotsenausbildung, also quasi durch ja, unsere Konkurrenz, hätte ich beinahe gesagt. Nein, also ich habe mir damals die DFS einfach angeguckt, weil ich generell so ein bisschen Luftfahrt begeistert war, mir das ganze System einfach mal anschauen wollte. Und ja, erstmal hat man natürlich immer den Fluglotsen auf dem Schirm, habe mir dann aber mal angeguckt, was es noch so gibt und habe dann das duale Studium Informatik gesehen und dann da meine Chance gesehen, einfach diese Luftfahrtbegeisterung mit meinem Interesse für Informatik zu verbinden und habe mich dann einfach mal beworben und ja, jetzt stehe ich hier. Sehr schön. Maya, wie ist das bei dir gewesen? Sag so, wie es ist. Ja, also ich würde sagen, familiärer Hintergrund. Also mein Onkel, der ist Kapitän bei der Condor und dann ja, war ich mir nicht so ganz sicher, was ich machen will. Ich wusste, ich möchte gerne irgendwie mehrere Sachen kombinieren, konnte mir das nicht vorstellen, nur im Büro zu sitzen, wollte irgendwas Abwechslungsreiches haben. Und ja, dann war der so, probier das doch mal. Und dann habe ich das halt mal probiert oder hat es geklappt? Sehr schön. Luca? Ja, ich bin auch über den Lotsen zu meiner aktuellen Position gekommen. Ich habe mich auch erst als Lotse beworben. Das hat dann leider auch nicht gereicht, aber mir wurde dann in Hamburg ja nochmal gesagt, es gibt ja auch duale Studiengänge. Das war mir auch vorher nicht so bewusst. Ja, und so bin ich im Endeffekt hier hergekommen. Super, dann erzähl doch gleich mal, wie hast du denn das Auswahlverfahren, also die beiden, du kennst ja dann beide, wie hast du die eigentlich empfunden? Ja, also das Lotsen-Auswahlverfahren, ich denke, das wurde schon berichtet, ist, ja, sagen wir mal, besonders. Man muss verschiedene Fähigkeiten mitbringen, aber jetzt nicht sowas, was man unbedingt lernen kann. Das ist eher so, ja, entweder man kann es oder man kann es nicht. Ich konnte es anscheinend nicht, aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Beim dualen Studium gibt es praktisch 3 Phasen. Das erste ist ein Online-Test, wo es einfach darum geht, Allgemeinwissen, grundlegendes Wissen zum Elektrotechnikteil, ein bisschen Mathe, aber jetzt auch nichts Weltbewegendes. Danach folgt ein Telefoninterview, was eigentlich jetzt kein großes Interview ist, sondern eher so ein Kennenlernen. Es wird viel erzählt, was man eigentlich macht. Natürlich wird ein bisschen auch gefragt, was einen so ausmacht, aber es ist recht locker gehalten. Ja, und die letzte Stufe ist dann so ein kleines Assessment Center hier in Langen mit einer Gruppenarbeit und auch einer Selbstpräsentation, so wie man das wahrscheinlich auch aus der Schule schon kennt. Ja, aber es ist alles wirklich machbar. Man kann sich wirklich auch wenig vorbereiten, aber ja, es ist so. Aber es ist wirklich machbar und ja, die Betreuer hier, die helfen auch. Und wenn man Fragen hat, bitte immer fragen, auch während den Assessment Centern, weil ja, die schlimmste Frage ist eine nicht gestellte Frage. Okay, wie war es bei dir, Eike? Ich muss das auch ja, so ähnlich wie Luca beschreiben.
Also ich habe super entspannt empfunden. Ich bin da einfach erstmal so drauf zugegangen. Ja, auch wie man das halt so klassischerweise kennt, nicht verstellen, einfach erstmal reinhüpfen, so ein bisschen spontan. Klar, man macht sich vorher Gedanken, wie präsentiere ich mich, schon so ein bisschen vorteilhaft sozusagen. Aber insgesamt einfach erstmal reinhüpfen und schauen, was der Tag bringt. Und war ein super Tag, ein super Event auch mit den Leuten, die man mal kennengelernt hat. Und dementsprechend war es echt entspannt sozusagen, fand ich. Maja, du hast ja nun das Hamburger Verfahren erfolgreich durchlaufen. Erzähl mal, wie war das für dich? Ja, auf jeden Fall aufregend. Das Gute war, ich habe das Auswahlverfahren noch vor Corona erlebt. Ich weiß auch gar nicht, wie es jetzt aktuell, ob es wieder umgestellt wird. Aber ich hatte eben diesen Online-Fragebogen. Dann ging es zur VU, also zur Voruntersuchung. Das sind dann halt 2 Tage verschiedene Tests mit aber ganz, ganz vielen verschiedenen Leuten. Deswegen ja, wird einem da auf jeden Fall die Aufregung genommen, wenn viele so das Gleiche anstreben. Dann wird am ersten Tag schon relativ gut aussortiert. Und wenn man dann den zweiten Tag noch besteht, dann geht es nach Hause und dann kommt man hoffentlich zur HU. Und in der HU ist es halt vor allem einfach authentisch sein. Man ist da viel in Gespräch mit verschiedenen Coaches und eben die das Auswahlverfahren eben machen und dann bestimmen, wer wird denn genommen und wer nicht. Ich war ultra aufgeregt, habe mich auch jetzt nicht so groß vorbereitet, weil ich auch nicht wusste, auf was ich mich vorbereiten soll. Es ist echt einfach nur eine Unterhaltung am Ende, das finale Interview. Man muss natürlich zeigen, dass man gut in der Gruppe arbeiten kann. Es gibt natürlich schon Tests, wo geschaut wird, wie sind denn die sozialen Kompetenzen vielleicht auch so ein bisschen. Aber dadurch, dass man eben ganz viele dabei hat, die genauso aufgeregt sind, ist das voll okay. Und natürlich war es dann schöner, als mir der Vertrag angeboten wurde. Okay, also ja, jetzt seid ihr alle in der Ausbildung. Wie stressig ist denn das so in der Ausbildung? Erzähl doch mal, Studium in Worms und dann ist hier die Lotsenausbildung. Gibt es da Unterschiede? Studium ist Studium. Man hat halt nochmal eine schöne Studienzeit, bevor man dann die Ausbildung anfängt, die auf jeden Fall auch zeitlich ein bisschen strikter gestellt ist. Aber trotzdem mussten wir natürlich auch Seminararbeiten schreiben und abgeben, eben was einem bei so einem normalen Studium erwartet. Und dementsprechend war auf jeden Fall der Wechsel zur Ausbildung schon hart. Wieder früh aufstehen und mehr lernen, aber trotzdem genauso aufregend. Also ich habe mich mega gefreut, als dann die Ausbildung letztes Jahr losging. Es gibt halt immer Höhen und Tiefen bei allen von uns. Man ist noch gar nicht an dem Punkt, wo man sagen kann, oh, der ist aber der Beste von uns und oh, die blicken es ja gar nicht. Also es ist wirklich aufregend, jeden Tag aufs Neue. Man lernt jeden Tag Neues. Man wendet jeden Tag neue Sachen an. Es ist natürlich anstrengend. Man muss schon dabei bleiben, aber auf der anderen Seite bietet die Ausbildung auch genug Freizeit, um sich dann wieder ein bisschen abzuschalten und sich mit anderen Leuten auszutauschen. Deswegen geht. Luca, wie ist es für dich im Studium und in den Praxisphasen? Ja, also bei uns die Praxisphasen sind ja, ich sag mal in Anführungszeichen, nur in den Semesterferien. Also wir gelten praktisch unterm Semester wie ein Vollzeitstudent auch und haben da die ganz normalen Abgaben auch, die man mal machen muss für irgendwelche Praktika, Berichte schreiben. Es kann schon einigermaßen stressig werden, wenn dann mal 3 Abgaben in der Woche sind, aber es ist jetzt nichts, was man nicht bewältigen kann. Man muss sich natürlich dann auch bewusst sein, bevor man das duale Studium anfängt, ist es nicht so, dass man dann in den Semesterferien auch Ferien hat, sondern man ist dann halt am Arbeiten. Man hat klar Urlaubsanspruch, aber es ist jetzt nicht so, dass man dann irgendwie mal spontan in Urlaub fliegen kann. Aber das finde ich gar nicht so schlecht. Da hat man trotzdem dann noch einen geregelten Ablauf. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass es überdurchschnittlich stressig ist. Okay. Eike, wie sieht es bei dir aus? Ich würde auch sagen, die Semesterphasen, die Studienphasen an der Hochschule, klar, es ist ein Vollzeitstudium, man muss da auch seine Zeit investieren, das ist ja vollkommen logisch. Man hat zum einen die Vorlesungen, aber wie Luca das gerade beschrieben hat, es gibt natürlich auch noch Praktika, also so Übungsstunden sozusagen, wo man dann eben Aufgaben mal vorbereiten, nachbereiten muss, all sowas. Aber ich habe selbst die Erfahrung gemacht, wenn man sich das einfach ein bisschen einteilt zeitlich, sich da mal hinsetzt und einen groben Plan macht, dann muss ich was fertig haben und sich da so ein bisschen organisiert, hat man auch wirklich noch genug Freizeit, dass man samstags
samstagsabends oder auch den ganzen Samstag oder ein ganzes Wochenende einfach mal wohin fahren kann. Also das ist das geringste Problem, dass man sich da mit ein bisschen Organisation auf jeden Fall Zeit freischaufeln kann. Und ja, die Praxisphase, wir haben ja Gleitzeit hier bei uns, auch als Studenten. Das heißt, bis auf die ja, Meetings mit der Abteilung sozusagen ist das recht frei gestaltet. An so einem Tag wie heute, wenn das jetzt ein Arbeitstag wäre, würde ich zum Beispiel eine Stunde früher Feierabend machen und dann bei schlechtem Wetter einfach mal eine Stunde länger sitzen und arbeiten. Und dadurch ist es natürlich auch flexibel gestaltet, dass man ja, sich selbst immer noch genug ja, gut tun kann sozusagen in seiner Freizeit. Also da braucht man sich keine Sorgen machen hier. Also ich nehme auch gerne ein paar Fragen aus dem Publikum. Eine, die öfter mal kommt, ist die Frage, ob es gewisse Schulfächer gibt, die man besonders gut können sollte. Oder wie siehst du das, Luca? Gibt es eine Schule, wo du sagst, das musst du unbedingt gemacht haben? Nein. Gott sei Dank. Vorweg nein. Natürlich sollte mir bewusst sein, wenn ich ein Elektrotechnikstudium anfange, dann ja, Mathe kommt auf jeden Fall vor, Physik kommt auch vor, auch ein gewisser Teil, ein kleiner Teil Informatik. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn man da wirklich kein Interesse für hat, dass man dann da auch groß aufblüht. Allerdings fängt man in der Hochschule auch wirklich von null an. Also man muss nicht Physik-LK haben oder Mathe-LK haben. Es hilft aber auch nur in den ersten paar Wochen, weil man ein paar Sachen hat, die man schon kennt. Aber man muss jetzt nicht der Überflieger in allen Fächern sein. Eike, wie ist es bei dir, bei den Informatikern? Recht ähnlich. Also klar, Mathe, wer jetzt sagt, oh Gott, ich sehe eine Funktion und ich renne schreiend weg, da würde ich einfach mal vorsichtig sagen, dann ist es nicht so das Richtige für euch. Aber jeder, der sagt, ach, Mathe ist für mich okay, Physik grundlagenmäßig, was man in der Schule macht, sollte man auch sagen, okay, ist nicht mein schlechtestes Fach sozusagen. Und klar, wenn man Informatik in der Schule schon mal gemacht hat, ist das ein Vorteil. Aber informatiktechnisch ist da bei uns beim Informatikstudium tatsächlich nichts groß gefordert. Also wir fangen auch bei null an. Man muss nicht groß programmieren können. Wenn man schon gemacht hat, klar, Vorteil. Aber wer es noch nie vorher gesehen hat, wird es trotzdem lernen in dem Studium. Also da braucht man sich gar keine Sorgen machen. Und ja, das Wichtigste ist einfach, dass man Spaß an den ganzen Fächern halt mitbringt, Lust darauf hat. Also ich sage jetzt mal vorsichtig, wer gerne mit Religion und Kunst arbeitet, der ist dann vielleicht etwas falsch. Aber wenn man naturwissenschaftlich unterwegs ist, auf alle Fälle. Maya? Ja, ich schließe mich da eigentlich an. Also im Studium hatten wir im ersten Semester Mathe, Statistik und auch Englisch. Für die Ausbildung jetzt hier ist es vielleicht schon auch sinnvoll, ein bisschen sich nicht vor physikalischen Phänomenen zu scheuen. Also wie ein Flugzeug fliegt, hat ja schon auch viel mit Physik zu tun. Aber also mir ist jetzt nirgends was entgegengekommen, wo ich dachte, oh je, Mini, ich war jetzt auch nicht der größte Überflieger in den Richtungen. Aber ja, also wie gesagt, ich schließe mich den beiden an. Man sollte natürlich ein bisschen Vorerfahrung haben, vielleicht sich nicht komplett davor scheuen, aber auch im Studium und auch in der Akademie geht man alles nochmal von vorne durch. Also das geht schon. Wie sieht denn so ein typischer Tag für dich an der Akademie aus? Ja, aktuell geht es um 7:45 los. Wir sind eben im Rating A, heißt schon mehr SIM als Theorie oder man könnte sagen so 50-50. Wir sind meistens vormittags auf jeden Fall im SIM und jeder darf dann da einen Run machen. Die anderen Beteiligten spielen dann ein bisschen Pilot für uns und müssen schön die Anweisungen, die wir denen geben, eintragen. Und dann haben wir eine Mittagspause und dann kommt es halt drauf an. Manchmal haben wir eben Theorieunterricht, Theorie, die wir dann am nächsten Tag im SIM anwenden müssen oder wir haben sogar vormittags und nachmittags SIM. Ja, aber wir haben zurzeit auch viel Flugsimulator, also mal 320. Heißt, wir haben auch ab und zu mal Nachmittag frei, wenn die andere Gruppe dran ist. Ja, also spätestens sind wir um 15.20 Uhr fertig. Wie gesagt, zurzeit eben viel SIM im Basic war das auch anders, da war viel Theorie, aber gerade ist das so mein Tagesablauf. Luca, so in der Uni, wie sieht's da aus, beziehungsweise wie sieht's hier aus in so einem Praxisteil? Also an der Hochschule, ja, kommt es auf die Hochschule drauf an, wann die Vorlesungen sind. Wenn die Vorlesungen natürlich erst um 2 Uhr mittags starten, dann muss man auch erst um 2 Uhr da sein. Man findet allerdings auch immer Sachen, die man vorher noch machen kann oder sollte. Also
ja, ich sag mal, vielleicht im Durchschnitt fängt man so um 8.30 Uhr auch an, wenn frühe Vorlesungen sind sowieso. In der Praxisphase, wie Eike sagte, ist es Gleitzeit. Ja, meistens, gerade bei mir als Flugsicherungsingenieur, die meisten Ingenieure fangen lieber früh an, so um 6. Aber die Studenten dürfen auch ein bisschen später kommen. Um 7:30 ist dann meistens ja, Start und dann geht es bis 3-4 Uhr und dann ist auch Feierabend. Heike. Genau, also Uni ist immer so ein bisschen, je nachdem, was die Hochschule einem halt an Stundenplan hinwirft. Ich habe jetzt eigentlich ganz ausgeglichen. Ich glaube, ich habe an 3 Tagen morgens um 8.30 Uhr mein erstes Event. Die anderen Tage sind ein bisschen entspannter. Ich habe sogar jede Woche einen Tag frei, immer abwechselnd den Dienstag und den Donnerstag. Klar, da, nur weil man den Tag frei hat, sollte man jetzt nicht den ganzen Tag die Füße hochlegen. Wie gesagt, man hat auch noch Praktika, aber die kann man an so einem freien Tag dann eben halt super alle einfach abarbeiten, setzt man sich morgens ab 9 Uhr, 10 Uhr, je nachdem, wie lange man schlafen möchte, einfach mal hin für ein paar Stündchen und dann passt das auch. Praxisphase, genau, Gleitzeit. Bei den Informatikern ist es, ja, ich hätte gesagt 50-50. Die einen sind die Langschläfer, die kommen dann um 9 Uhr, 10 Uhr irgendwann ins Büro gestolpert mit dem Kaffee in der Hand. Die anderen sitzen schon seit 6 Uhr da. Das kann man halt je nach Belieben einfach für sich entscheiden, wie es einem am besten passt. Vielleicht auch ein bisschen mit der Abteilung abgestimmt. Aber ja, allgemein ist der Tag in der Praxisphase halt auch recht locker. Man geht dann meistens zusammen Mittagessen und hat dann da halt auch ja, noch ein bisschen Zeit, sich mit den anderen zu connecten, mal ein bisschen zu unterhalten. Das ist ja auch ganz wichtig, dass man nicht nur für die Arbeit hier ist, sondern auch so ein bisschen das Familiäre immer mitnimmt. Du hast gerade gesagt, ja, man macht dann auch noch mal was mit den anderen zusammen. Außerhalb des Dienstplans, außerhalb der Vorlesung, was macht ihr da? Also bei uns im Informatikjahrgang, wir sind jetzt 9 Leute bei uns und wir sind halt eine super Truppe, die sich auch einfach mal abends zusammensetzt, ganz spontan. Man geht mal in Darmstadt irgendwo in eine Kneipe oder sowas. Natürlich außerdienstlich, aber das ist halt offengestellt, dass man es einfach mal machen kann. Die Gruppendynamik ist da auf jeden Fall immer gut, auch bei den anderen Jahrgängen, was ich da immer gehört habe. Das sind alles immer Truppen, die super miteinander klarkommen, wo man ja auch mal so freizeitmäßig was macht. Und hier in der Abteilung ist es natürlich so, klar, man lernt die alle kennen, die kommen alle auch auf einen zu. Und ja, gemeinsames Mittagessen oder auch gerade so in der Weihnachtszeit sind auch so Weihnachtsmärkte beliebt, sowas in die Richtung. Auch da steht es natürlich einem offen, sich mal irgendwie ja, zu treffen, wer da Lust und Laune zu hat. Und gerade da, finde ich, lernt man sich halt irgendwie auch nochmal persönlich so ein bisschen kennen. Und das finde ich immer ganz schön, wenn man noch so ein bisschen weiß, mit wem arbeite ich da eigentlich zusammen und nicht nur so diese ja, Arbeitsperson vor einem sitzen hat. Maja, wie viel seid ihr im Kurs und was macht? Macht ihr was außerhalb der Akademie? Macht ihr überhaupt noch was? Ja, klar. Wir sind 14 und viele wohnen hier in Langen. Ich persönlich wohne in Offenbach, aber das sind alles keine Distanzen. Also jetzt im Sommer gerade hier der Langener Waldsee hat ja jetzt heute wieder aufgemacht. Natürlich machen wir was, man muss ja mal ein bisschen abschalten. Entweder abends mal zusammentreffen und einfach mal nicht über die Akademie sprechen, sondern mal über was anderes. Wie du gesagt hast, zur Weihnachtszeit Frankfurts wunderschön. Also jeder hat natürlich so seine eigenen Interessen. Da geht er lieber gerne in die Stadt, geht er lieber gerne ein bisschen spazieren oder viele von uns gehen eben hier zusammen auch ins Fitnessstudio. Aber wir treffen uns natürlich auch mit anderen Kursen gerne. Also man kommt immer auch ins Gespräch mit anderen Lotsenkursen, einfach auch als so Interesse. Wie läuft das eigentlich ab? Wie sind so die Prüfungen? Was ist da so der Hintergrund? Und dadurch kommt man natürlich auch mit anderen ins Gespräch und freundet sich kursübergreifend an. Luca, bei euch? Ja, bei uns jetzt gerade, wo es wieder an der Hochschule angefangen hat, ist es natürlich auch einfacher. Man sagt einfach nach der Vorlesung, ja, wir gehen jetzt einfach nochmal irgendwo hin. In Darmstadt bietet sich der Herrengarten da ganz gut für an. Ja, kleiner Tipp, genau am Rande. Ja, ansonsten Weihnachtsmarkt. Wir waren jetzt nicht auf dem Weihnachtsmarkt, wir haben eine Weihnachtswanderung gemacht. Also unter der Gruppe herrscht schon auch ein großer Zusammenhalt. Ich meine, man studiert ja auch 6 oder 7 Semester zusammen und alle wollen, haben ja ein Ziel, dass man irgendwann hier auch übernommen wird oder auch irgendwann hier anfängt, auch wenn es dann später ja in verschiedene Richtungen geht. Aber während dem Studium hilft man sich natürlich auch gegenseitig und deswegen lernt man sich natürlich auch näher kennen. Wie war das eigentlich für dich mit der Wohnungssuche? Wie hat das funktioniert? Weil das ist ja hier im Rhein-Main-Gebiet auch, ja, es ist, wie es ist, ne? Exzellent. Ich wohne noch zu Hause. Ja, okay. Ich komme nämlich von hier, deswegen darf ich noch zu Hause wohnen.
Da kann ich leider nicht viel zu sagen. Maja? Ja, also man kriegt von der DFS so eine Wohnungsliste, ist viel hier im Langener Raum. Ich habe, wie gesagt, persönlich meine Wohnung selber gesucht und das ging eigentlich auch relativ fix. Ja, ist natürlich die Frage, also Frankfurt ist heiß begehrt und teuer, aber in Offenbach ging das recht schnell, das war die erste Wohnung, die ich mir angeguckt habe. Ich wohne auch mit einer Freundin zusammen, die ist im gleichen Kurs wie ich, aber so wie ich das von meinem Kurs mitbekommen habe, als wir so unser erstes Kennenlernen hatten, hatte eigentlich jeder schon was in Aussicht. Also die DFS unterstützt natürlich auch, also wenn man gar nichts findet, in dieser Wohnungsliste ist eigentlich immer irgendwas dabei, was frei ist, was man sich gut vorstellen kann. Heike, wie ist das bei dir? Also ich habe mich auch erstmal selber drum gekümmert sozusagen und dann habe dann auch was gefunden logischerweise. Beim dualen Studium ist es natürlich ein bisschen flexibler, also dadurch, dass wir unsere Uni in Darmstadt haben, unsere Hochschule und hier dann eben unsere Praxiseinsätze, kann man sich natürlich an der ganzen Achse von Langen runter nach Darmstadt orientieren. Da fährt überall die S-Bahn dran vorbei, das heißt, ja, hier zur Arbeit zu kommen oder auch eben dann zur Hochschule zu kommen, ist noch das geringste Problem, wenn man sich da so ein bisschen dran orientiert und man hat ja auch eben in seinem Jahrgang andere Leute, mit denen man sich dann eben zusammenraufen kann, eine kleine WG gründen kann. Das ist ja auch alles möglich und in dem Sinne, denke ich, findet man auf jeden Fall immer was. Und wie Maja sagt, von der DFS gibt es so einen kleinen Katalog. Es geht sehr in so Richtung Studentenwohnheim und sowas. Gibt es in Darmstadt ja auch ganz viele. Und da findet man auch immer was. Und man kann sich auch während des Studiums nochmal umorientieren. Man muss ja nicht dann für die 3,5 Jahre an einem Standort leben, wenn man noch zwischendurch eine WG gründen möchte oder sowas. Sehr gut. Ja, Luca, du hast noch so eine Art Abschlusswort. Jeder von euch hat jetzt noch ein Abschlusswort. Bewerbt euch gerne. Nein, also ich kann sagen, es ist wirklich toll hier, familiäres Umfeld unter den Studierenden, aber auch wenn man in der Praxisphase ist, unter den Kollegen, man wird herzlichst aufgenommen. Klar, das Studium kann auch mal stressig werden oder die Ausbildung, aber bei wem ist das nicht so? Von daher, bewerbt euch gerne. Einfach mal probieren und dann ja einfach mal schauen. Wenn ihr merkt, es ist nichts, ist auch nicht schlimm, aber dann habt ihr es wenigstens probiert. Ja, probiert's einfach. Ich habe es auch geschafft. Und ja, zum Studium, also ich kann es euch in dem Sinne empfehlen. Ihr habt halt einfach einen zusätzlichen Abschluss. Man muss halt, in dem Sinne halt ehrlich sein, dass als Fluglotse man ja auch immer mal wieder in so ein Medical rein muss und da kann es halt auch leider, natürlich nicht bei allen, aber kann es auch mal schnell vorbei sein. Ich finde die Vorstellung einfach gut, dass es dann nicht vorbei wäre. Man hat einen Abschluss, man kann mal ein bisschen über den Tellerrand blicken, was ich vorhin gar nicht erzählt habe. Also wir haben ja auch Praxisphasen, wir haben nicht einfach dann Semesterferien. Man ist dann in der UZ, also in der Unternehmenszentrale eingestellt. Und man kriegt einfach viel mehr mit, was die DFS macht, so im Hintergrund von der Lotsenausbildung und von der Lotsenarbeit. Deswegen, wenn ihr Lust habt, probiert das doch einfach mal aus. Genau, ich kann es auch einfach erstmal nur empfehlen. Jeder, der irgendwie in meinem Fall jetzt Lust auf Informatik hat oder eben in den anderen Fällen Lust auf eine Fluglotsenausbildung, beziehungsweise eben sehr in diese Elektrorichtung tendiert. Ich kann es euch allen nur empfehlen. DFS, ich bin auf jeden Fall super glücklich hier und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich hier oben stehe, sondern auch, weil ich es persönlich so meine. Ich bin selbst aus dem hohen Norden hier runtergezogen für das ganze duale Studium. Also von daher, es hat sich auf jeden Fall gelohnt für mich. Ich finde, man wird hier super betreut, man kommt überall super durch und hat halt auch super Chancen für nach dem Studium. Gerade die DFS ist auch so eine Sache, die haben zwar nicht viele auf dem Schirm, aber wenn man erstmal erklärt, was die machen, dann weckt das bei vielen so einen Aha-Moment, beziehungsweise auch so ein bisschen Begeisterung, weil es halt schon ja eine Relevanz für die Sicherheit auch in Deutschland hat und schürt immer mal wieder Eindruck, wenn man davon erzählt, dass man hier sein Studium macht. Ja, vielen recht herzlichen Dank an euch. Meine Damen und Herren, ich hoffe, wir konnten ein paar Fragen beantworten. Ansonsten, ja, vielleicht geben Sie drei einen kleinen Applaus, dass Sie sich heute hier hingestellt haben. Dankeschön. Danke, danke. Dankeschön.